Guten Tag, meine Damen und Herren. Peter Rasdahl kommt aus Skandinavien, aufgewachsen, seit einigen Jahren im deutschen Sprachraum und jetzt auch in diesem Vortrag mit deutscher Sprache. Hoffen wir, dass es geht. Meine Arbeit werde ich beleuchten durch Einzelfall Triton. Meine Arbeit Malerei, mein Objekt Traumaverarbeitung. Es geht hier zurück zu einem Projekt im 99 in Zürich, wo ich in der Schweiz wohnte und in einem Programm teilnehmen konnte, die fachübergreifend geleitet wurde. Ich als Leiter zwei Ateliers. Im Nachhinein habe ich ein Archiv von 400 Werke etabliert, die jetzt meine weitere Arbeit in diesem Bereich unterstützt. Teilnehmerinnen damals waren Asylkinder mit max 7 Kinder pro Gruppe. Und hier sehen wir diese Reihe von Bildern, die ich zeigen werde, auf einen Blick. Wir reden von einer Spanne von knapp ein halbes Jahr. Und ich habe zwei Gruppen von 4 Bildern je, die sich an einem Tag ausgespielt haben. Also Prozesse auf längere Dauer und Prozesse in einem Tag werden wir hier beleuchten. Zunächst noch nur kurz über die Rahmenbedingungen. Mein Malatelier, nichts Außergewöhnliches, also unterstrichen, keine Zähnenvorgabe, sehr wichtig, und auch der Kleinigkeit Pinsel waschen, das heißt einfach, die Kinder dürfen mit sich ein, die Pinsel, die sie zu gegebener Zeit haben, müssen sie nicht wechseln aus Sauberkeitsgründen. Zum Beispiel, wenn ich Angst hätte, die alle Farben würden sich miteinander vermischen. Also die Kinder müssen dafür lernen, Pinsel zu waschen. Da gibt es kein Wenn und Aber. So ist es und es zeigt sich dann auch, wenn das ein Dogma ist, dann wird das in die Gruppe gemeinsam kollektiv handgehabt. Außer der Standard-Setup ist alles im Prinzip möglich. Aber alles wird dann auch als eine Intervention betrachtet und muss sich so motivieren und fundieren. Eine Auswahl von Utensilien des Malerhandwerks, das geht einfach darum, Malerei, die Schnittstelle zwischen Malerei im realen Welt und Malerei im Kunst, Malerei als Fiktionswelt und Malerei als Wendestreichen zum Beispiel, eine sehr interessante Grauzone darstellt, die manchmal enorme Energien, enorme Erzählkraft, enorme Werte freisetzen kann, wenn man von eines in den anderen schreitet. Kraft einfach. Plötzlich ist ein Kind oder ein Malende hat keine Kraft mehr, nimmt dann einen Malroller und wird befohlen, jetzt stehst du vor einer Wand, du musst so malen, als ob du vor einer Wand stehst und plötzlich ist man viel anders bestückt. Interventionen müssen sich so in Echtzeit verlaufen in Echtzeit. Damit meine ich kontinuierlich. Es wird interveniert. Es wird auch interveniert, indem man nichts tut. Das ist auch eine Intervention. Also Intervention ist dauernd am Werk, weil der Malende immer im Dialog steht, im realen Raum mit den Rahmenbedingungen. Also die Rahmenbedingungen werden hier immer als Komponente des Prozesses einbezogen. Es gibt keine Fixpunkte. Keine. Und das macht jetzt die Herausforderung raus. Jetzt geht's los mit den Bildern. Zunächst Triton natürlich kurz sagen. Das ist also 12-jähriger Junge, Asylant mit seiner Familie, Prozess über 6 Monate. Mein fachlicher Standort ist die Kunst. Ausbildung in New York. Analytische Klima der New York School, 15 Jahren Selbsterfahrung, Präsenz internationale Kunst als Maler, seit Jahr 2000 Mitgründer von ArtSource Lab, eine Plattform, die sich ausschließlich im sozialen Raum bewegt und dort Projekte macht und in diesem Zusammenhang auch das Begriff psychosoziale Mainstreaming, darauf werde ich zurückkommen, was ich damit meine. Über Malerei sprechen,
Natürlich, das ist der Knacknuss. Jetzt sitzen wir hier und sprechen und es geht eigentlich um, was passiert eigentlich, was findet eigentlich statt. Und dann werde ich mich nicht zurückhalten und vergleiche gleich die Situation mit deinem Fußballmatch. Und sogar ohne Bilder anzuschauen, ist es wie ein Fußballmatch in Radio zu kommentieren. Wenn man darüber sprechen will, so, da muss man so sehr gut bestückt sein als Sprecher. Und das werde ich nicht gerade sagen, dass ich so weit bin. Aber zumindest kann ich feststellen oder muss ich feststellen, dass wenn man über Bilder spricht, ohne sie gerade anzuschauen, braucht es ein unglaubliches Ausmaß von gemeinsame Werte, gemeinsame Erfahrungswerte. Sonst weiß man ja gar nicht, was benannt wird. Und es ist ja alles anders in der Bildkunst oder in die Bilder, der Bildsprache. Also wir müssen eine Sprachkultur entwickeln und pflegen, die nicht von verbaler Definition abhängig ist, sondern beschreibend und animierend agiert, indem wir versuchen, auf die nonverbale Ordnung der Malerei hinzuweisen. Also diese beschreibende und animierende Impuls ist genauso wichtig, wie die auch gefährlich ist. Das könnte ja alles in Subjektivität abrutschen. Nichtsdestotrotz sehe ich da keinen Weg vorbei, weil wir eben mit Definitionen im verbalen Bereich nicht an das eigentliche Vorgehen in der Malerei rankommen. So, unsere Sprachkultur muss als Mediator, muss meditieren. Mediation heißt es, muss Mediation ausüben in unsere Begegnung mit den Bildern. Wir reden also hier von einem Begegnen, wo wir in vielerlei Hinsicht in Begegnung stehen, wenn wir Bilder anschauen, die nicht verbal einzuordnen ist. Das ist immer wieder, müssen wir uns klar machen. Und dennoch wollen wir hier darüber sprechen. Also, ich gebe es einen Versuch, Malerei als kontextgebundene Komplementarität. Erstes Bild, flammend, grandios, ein A2-Bild, hier die Größe A2, also eine haarsträubende Darstellung der Quelle des Traumas, ein Bericht, ein Sampling von Bedeutungsebenen. Sogar mit ein erste Verarbeitungsanzeichen im Sinne von dieser Strichzeichnung einer Friedenstaube. Ein paar andere Details, die kleine Zeichnung unten links, die minutiöse Versuch da mit der der Aktion mit sich selbst, das Aktion selbst der Schießereien, die also buchstäblich dargestellt wird mit Blut, mit Kugeln. Und rechts eine phänomenale Darstellung von einem Haus. Es ist wie wirklich drinnen, diese rote Blamage. Es ist wirklich drin und alles rundum eingewickelt. Diese Art, diese Lösung, diese malerische Lösung ist durchaus auf dem Niveau von einem modernen Meister. Die Art, wie alles auseinandergehalten wird, das passiert in Lauter, in Intensität, Konzentration und Dasein und Bewegung im Moment durchdrungen, hat er das alles so phänomenal dargestellt. Problem hier, also zunächst mal ist es ein Glück, kann man sagen, dass man überhaupt auf so ein Bild stößt. Problem ist aber, wir haben mit einem Bericht zu tun, die so einfallsreich und so vielschichtig komponiert ist wie eine Riesensymphonie, wo es meiner Ansicht nach unmöglich ist, in Kontakt zu gelangen mit die heiklen Punkte des Traumes. Also wenn man gerade hier auch von einem Bericht aus der Quelle des Traumes spricht, dann ist es hier das Problem, die wir auch in der Journalismus bekannt kennen, dass man in der Bericht genau das Wesen des Problems nicht immer vorbeilaufen will. Und je künstelter, je komplizierter, je aufgestapelter und je differenzierter der Bericht ist, je mehr wird das vor der Tatsache täuschen können, dass man also hier nicht die Kräfte des Traumas zum Spiel sehen kommen, sondern ein gesampelter Zustand, die wohl mit viel Gefühl gemacht ist und wohl intensiv und sehr sehr einflussreich ist, aber in die Differenzierung viel zu viel ist. Das ist viel zu viel, um mit diesem heiklen Punkt der Trauma, heikle Zustand des Traumas in Verbindung zu kommen. Wir werden das später noch
anschauen, warum das so ist. Also, meine Intervention geht hier in Richtung Abdrosselung. Ich will ihn nicht, dass er nicht so viel symphonisch arbeiten kann, so eine Art, ihn abzudrosseln, ist einfach ihm einen Bleistift zu geben. Dann kann er nicht mehr diese wahrnehmungsvolle Darstellung machen. Er wird mit der Bleistift, und das sieht man hier, welche Welt er da, er kollabiert quasi. Förmlich kollabiert er in eine Intimität, eine Art meditative Feld. Es ist zwar eine Woche später jetzt, man kann das nicht direkt ableiten aus dem Bild. Er kommt also einer neuen Situation. Aber er hat hier eine ganz eigenartige Intensität geschaffen. Also eine Porträtsituation, wo er auch mit den Fingern die Schattierungen noch feiner macht. Und hier in die Mitte, diese fast so eine Schwingssituation, hier mit die zwei Beine oder zwei Arme, die Hände sieht man gerade nicht gut. Vielleicht ist das nur so entstanden, aber hier in die Mitte dann diese Leere und diese Blume, also so ein traurig, erfreuliches Erscheinen. Auf jeden Fall, was es tut, ist, es bündelt seine Energie, bündelt sein Verhalten in eine sehr innige Intimität, die er auch selber aufgebaut hat, mit all diesen Blumen aufeinandergereiht, in immer wieder neue Variationen, in dieses Feld eingehalten. Nächstes Bild, eine Darstellung aus dem Gedächtnis, das war einer der typischen Typenbilder von den Kosovo-Kindern, mit diesem Tisch, Dekoration hier, also ein Typenbild. Was mich interessiert hier, ist die Intensität. Also von diesem ersten Bild flaut es jetzt etwa ab. Er kann sich noch mobilisieren für eine sehr interessante Perspektivstudie, die er hier macht. Paradoxal, also ein Beispiel, wie Kinder mit Perspektive umgehen, dass es quasi von mehreren Seiten gesehen wird, logisch, unlogisch, miteinander und Affinitäten schlägt zur Mittelalterkunst, könnte man ruhig sagen, warum ist das so? Ein anderes Beispiel sehen wir aber hier in die intrigante Detailsetzung, wie fein er hier arbeitet, aber wie es sich auch am Auflösen ist. Also er verliert hier das Stringenz, er verliert die Konzentration, vielleicht langweilig in diese Zeichnung. Auf jeden Fall ist das so ein Bild, wo er zwischen die Kraft der Gegenwart am Arbeiten und die Kraft der Gedächtnis, also die Information, das, was ihn informiert, ihn festhält, er hängt dazwischen. Er hängt zwischen das, was ihm seine Quelle der Zeichnung und der Gegenwart des Zeichnens. Im nächsten Bild bricht das im Offenen aus, wenn man das so plausibel eskalieren sehen wollen. Das war ein Bild, der angefangen hat und dann irgendwann rutscht er in Übermahnung. Er hat also die Farben genommen und hat für sich plötzlich diese Schicht der Flucht entdeckt, also ein herrliches Gefühl der Freiheit. Also er hat auch gelacht und das war plötzlich Spaß und er bricht dann von Illusionsraum in realen Raum. Also er ist plötzlich in dieses Zimmer und malt einfach mit den Farben auf diese Fläche und hat einen tollen Spaß drauf. Nur müssen wir es uns klar machen, wie auch virtuos das gemacht, hier ein Detail, kleine Quadratzentimeter Detail, mit einer Wucht und einer Sicherheit, mit einer Überzeugung, die haarsträubend ist. Es steht also hier in diese Dynamik, wird in Malerei, so ist es oft in der Malerei, wird letztlich direkt übersetzen in ein immenses Bildraum mit einer immense Auswechslung, wo alles nur einmal passiert und schubs ist es weiter. Die Kraft wird festgehalten. Die Kraft wandert nicht, es springt und er ist bereit, hier über seine eigene Schatten zu springen. Er ist imstande. Nun, nicht zu vergessen, es passiert auf einer Grundlage von Flucht. Also keine stabile, keine gewonnene, keine gesicherte Freiheit, sondern nur ein Ausflug für immense Freiheitsgefühl, genau wie ein Flucht aus einem Gefängnis, könnte man so sagen. Der vierte Bild hier an diesem Tag, also alle diese vier Bilder in einem Tag, Parachuting, runterfallend, also wirklich direkt förmlich von dieser Fluchtsituation wieder runter,
völlig energieerschöpft vielleicht, aber mit einem sehr reichhaltigen Sinnbild wieder anknüpfen, vielleicht zu Fallschirmspringer, die er gesehen hat oder aber auch gehört hat, auf jeden Fall diese Vision, nun aber mit ihm selbst, weil ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das ist er, er sieht so aus ungefähr, hat sich selbst eine Grimasse geschnitten, die wirklich so sein Zwiespalt darstellt, würde ich jetzt behaupten. Mit diesem Helm, also eigentlich ein sehr sinnreiches und auch ein sehr treu ausgeführte, also nicht mit überaus üppigen Mitteln, sondern nur das, was es braucht, um es auch wirklich darzustellen und dann fertig. Seine Energie war hier aufgebaut, aber das Sinnbild, ein Sinnbild, seine eigene Situation thematisiert. Ungefähr einen Monat später haben wir ein Bild, die ein Echo vom ersten Bild ist. Jetzt sehen wir also, wie diese Sample, dieses symphonische Sample, im Vergleich zu einem Einheitszustand, was ich damit meine, ein Einheitszustand, wo er sich durchmalt, ohne Vorzeichnung, also mit dem Mut einfach direkt dran, aber ohne Strukturfähigkeit, ohne die Fähigkeit, Sachen auseinanderzuhalten. Und da haben wir also ein zentrales Bild, ein Paradoxie, weil um sich mit der Trauma zu verbinden, sprich um sich wieder zu konstituieren, muss er eine Kontinuität schaffen. Er muss eine Gefühlskontinuität schaffen und nicht nur seine Aussagen oder seine Befindlichkeiten aus verschiedensten Ecken der Welt holen, importieren als Information, wie hier oben quasi, ein bisschen auf den Spitz getrieben, gesagt, hier bleibt er in einem Einheitszustand. Er malt sich durch und das braucht jetzt viel Mut, weil er in diese er hängt in eine komplette Verunsicherung. Er ist nicht imstande, das Haus gerade zu malen. Man sieht hier, wie er versucht, aber das wird so wie Teil des Feuers oder vielleicht ist es nur auch so, dass er spürt dieses Feuer als allgegenwärtig und so wird das Haus dargestellt. Auf jeden Fall, seine Handlung, hier auch gesehen, noch näher, man sieht, er zuckt sich, er macht also keinen Strich. Wie hier macht er einen Strich, aber er hat keinen Empfänger, der Strich hängt in der Luft. Hier geht auch ein rüber, aber er verbindet sich nicht mit diesem Strich, die hier ist. Und so ist das eine Verunsicherung, die so durch luftige, eine Leichtigkeit, die aber sehr bedrohlich ist. Dagegenüber die Nahaufnahmen von diesen zwei anderen Prozesse. Also die zwei ersten hier in einem Tag mit einem gewaltigen Sprung, ein gewaltiges Zustandsbefindlichkeitssprung von einem in den nächsten und jetzt einen Monat später mit einer Erfassung von die Wachlichkeit. Hier hat er sich übertrumpft, hier hat er sich untertrumpft sozusagen, hier sein Dasein, sein Verhalten gleichförmig, ein Sinnbild dienen, also erschöpft und hier überaus potent. Und hier in diesem nächstes Bild sehen wir dann wieder einen Sprung. Das ist also jetzt eine Woche später von diesem wackeligen Bild ist er jetzt, macht er dieses Bild. Also ein Design, ein nettes, süßes, harmloses Bild, würde ich nur sagen, wo wir nur ganz kleine Anzeichen von Verwirrung, von Auslösung, Strukturlosigkeit spüren. Hier mit der Pleiste vorgezeichnet, übrigens das ganze Bild mal vorgezeichnet, also wo er das früher schon auf der Regal, also weggelegt hat, macht er das wieder hier. Also ein Vorsicht, ein vorsorglich und mit dem Filzstift arbeiten, also jetzt zum ersten Mal mit dem Filzstift erlaubt zu arbeiten, schafft ihm hier, verschafft ihm an Sicherheit, verschafft ihm an Zuflucht. Er nimmt Urlaub jetzt und er macht diese dekorative Blumen. Also was, das ist so was von harmlosen, können wir sagen. Aber sachenhaft in der Definiertheit, in die Angemessenheit und vielleicht auch mit so kleinen symbolischen mit Kinder und Erwachsenen oder was sag ich, weiß ich. Also auf jeden Fall ein Bild, die ihm ein Plateau der Sicherheit gibt. Der nächste Bild schafft er zum ersten Mal seine Gefühle einzudämmen. Die Gefühle, die hier offen stand und alles verunsichert hat, die Struktur verunmöglicht hat, ist hier wird eingedämmt, erst mit einem Symbol, und zwar ein Symbol der eigenen Schöpfung. Also so ein Multisymbol, das ist also auch typisch, dass in Multisymbole treffen sich verschiedenste Ebenen, vereinen sich verschiedenste Ebenen. Ich
nenne das nur so Multisymbol, weil es könnte ein Baum, ein Herz, ein Gesicht sein. Das sind so verschiedene Sachen, die da drin sind. Und innerhalb ist eine ganz andere Struktur los. Eben diese unkoordinierte, diese luftige, die übereinander tänzt, so nur in Richtung, wie der Pinsel sich dreht. Also sie dreht sich auf dem Platz und wissen nicht wohin. Dies ist eingedämmt mit Rot, Form geschlossen, fest fertig und außerhalb diesem Mantel. Also höchst interessant. Mit diesem Mantel wird das Objekt, sein Gestalt, sein Symbol wird gegenüber das Papier positioniert. Er zeigt also die Grenze nach außen und die Grenze nach innen. Hier sehen wir, mit welcher Vehemenz er diese äußere Mantel durchzieht. Und im Pinselverlauf kommen fast Läufe, aber nirgendwo läuft es. Also er hat mit einer Konsistenz das durchmalen können, mit einem Gespür für die Mischung, die Farben und der Auftrag der Farben, dass die Stabilität bis zum äußersten Risiko geht. Dass er alles auf dem Spiel setzt, um diese ganz klare Vehemenz durchzuziehen. Nächstes Bild am selben Tag, jetzt wir sind dann wieder in einem Vierreiher, vier Bilder auf einem Tag, haben wir zum ersten Mal kann er die Pinsel praktikalisch als Striche verwenden. Also wenn er Pinsel nimmt, brechen sie nicht mehr aus in unkontrollierte oder verunsichernde Strukturen, sondern bleiben als Striche, hier im Detail gesehen, immer noch mit jene Potenzial des Aufblähens, des Expression, wie wir früher gesehen haben, aber sie sind schlussendlich nur Striche in verschiedenen Ausformungen. Nächstes Bild, am selben Tag wiederum, ist er imstande, mit diesen Striche zu erzählen. Also die Erzählung, das ist nicht mehr der Prozess der Aufblähen, der Gefühlsausbruch in Pinsel, die ihm erzählt, die ihn führt, die ihm einsaugt, sondern er führt den Pinsel. Und die in diese einfach praktikalische, ohne Vorzeichnung gemachte Darstellung ist wieder ein höchstes Maß an Gedächtnisdasein eingetroffen. Gedächtnis, wie er das hier nicht hatte, das war nur so ein Tisch, eine Annäherung, ein kleines Objekt. Hier sein eigenes Symbol, hier diese Vase mit den dekorativen Blumen, also einfach etwas im Dekorativen versetzt, hier sein zurück zu sein Verunsichernde. Also hier war er so letztes Mal in Kontakt mit seinem Gedächtnis, aber verunsichert, vertieft. Hier wieder eine Erzählung. Also das ist eine Erzählung, konkrete Erzählung, wie es letztes Mal nur im Große, also eine komplexe Erzählung mit verschiedenen Komponenten, wie wir das nur im ersten Bild erlebt haben. Mit der Pinsel und wiederum, der Pinsel hat immer noch der Gefährlichkeit, wir sehen hier im Haar, wie die Haare ausgedrückt ist. Hier im nächsten Bild, letztes Bild an diesem Tag, die ich jetzt dabei hatte, an diesem Tag hatte es noch weitere Bilder, aber jetzt war das jetzt der vierte, also aufeinandergereiht zumindest, eine markante Konsequenz, womit er das setzt. Also würde man jetzt sagen, wie im Bleistiftbild oben schon gesagt, dass er also leer ist, dass er diese große Leere rund um sich hat. Aber ich denke, nein. Ich denke, hier haben wir mit ein Intimität auf sicherem Boden zu tun. Also eine Intimität, die durch die Erzählung macht genau das, was die Erzählung tragen kann. Und wirkt in aller ihr Sparsamkeit mit unglaublicher Stärke. Das ist nicht eine verunsicherte Struktur, das ist eine bewegte Struktur. Er bewegt sich durch. Und er arbeitet hier mit Filzstiften, also die harte, uniforme Linien normalerweise. Die hier bekommt ein Leben. Man sieht hier, wie unterschiedlich die kleinen Striche sind. Also wir haben hier zu tun mit einem Ausmaß von ungefähr 12 cm oder so. Insgesamt. Und er hier zuckt sich durch. Wo früher in diese Einheitszustand, er auch sich durchzuckte, hat es hier ein Grenzen werden hier gesetzt, eine Komposition und eine Perspektive gleichzeitig, also gar nicht eine aufgelöste Struktur. Nächstes Bild haben wir von das, was ich hier als Herzbaum benenne, also diese Zeichnung mit dem Multisymbol,
setze einen drauf, indem er die ganze Umrandung markiert, das ist meine, das, hier bin ich. Im Detail sehen wir einen unglaublich virtuosen Umgang hier oben ins Gesicht und die Haare. Das ist wie in ein große Pinselführung, durch, also hier im Haar auf jeden Fall, eine große Pinselführung ohne Drips, hat er sich durchgemalt und mit einer Sicherheit nur einmal und mit einer Kraft, wo solche 3D-Effekte in der Malerei entstehen. Die entstehen nur durch eine kontrollierte Sicherheit, wo er genau am Ort ist. Dagegen im Brustbereich diese Fetzen, dieses quasi Zitat aus dem Unkontrollierten, aus dem Unkoordinierten, die hier aber eingesperrt werden, sie werden so hier gesetzt und werden hier geradezu nonchalant oder virtuos ausgeführt. Also ein rätselhaftes Bild, aber mit einer großen Sicherheit ausgeführt, mit einer großen Autorität und mit der Willigkeit, Grenzen zu setzen und sich zu markieren. Das geht also nicht hier darum, dass er sein Chaos und Unkoordination los wird, aber dass er die zuordnen kann. Und hier haben wir also eine ganz andere Art der Schichtung und der Verteilung des Kommunikativen, als man hier oben gehabt hat. Im nächsten Bild. Eine ganz, ganz andere Struktur, eine ganz neue Struktur. Er ist in die Übermalung getreten. Aber sehen Sie, welche andere Übermalung als im ersten oberen Bild, in dieses Bild, wo man diese wuchtige, virtuose Austausch der Striche hat, der ein Bildraum, wird hier immer wieder der Bildraum verweigert. Er malt sich also durch, versucht sich immer von draußen nach innen zu malen. Und da haben wir also mit eine ganz andere Art der Übermalung zu tun als hier oben. In diesem Fluchtbild, wie ich das benenne. Er hat mir einen Versuch zu tun, das ist nicht seine Bewegungen, die ihn da durchführt. Das ist ja fast blind gemalt hier oben. Sondern hier schaut er zu. Er versucht hier einzudringen im Raum. Und er scheitert. Er scheitert, weil er da keinerlei die Präsenzmomente hat, wie im vorigen Bild. Man sagt, er hat Präsenz, aber dann nicht an der Präsenz, die Striche, die sammeln sich nicht. Und jetzt sehen wir in der nächsten, hier sehen wir erst den Vergleich, also verschiedene Strukturen, wie eine ganz neue Struktur entstanden ist. Im nächsten Bild schafft er zum ersten Mal ein Präsenz, wo verschiedene Informationen, verschiedene Bereiche, also das ist ein Wachstum, die über eine Stunde stattfand, wo er immer wieder neue Aspekte einmalte, ohne in Flucht überzugreifen, ohne das Kämpferische dominieren zu lassen, sondern er stand da und das Bild hat sich verwandelt innerhalb einer Stunde. Da haben wir also zu tun mit der Fähigkeit, verschiedene, zeitlich verschieden zugehörige Elemente in einem Kontext, auf einer Bühne miteinander einzumalen, miteinander einzuverleiben und miteinander und daraus ein gesammeltes Bild zu Zustand wahrzunehmen. Das ist also ein Bild, wo er, und das hat sich auch deutlich gezeigt, indem er malte. Er stand da also eine Stunde konzentriert, glücklich, so tief bewegt. Und hat hier seine verschiedenen Stufen der Bildkreation nass in nass gemalt, ohne Furcht oder ohne Anlass in diese Loslassen von Bewegungen der Flucht zu suchen oder der Chaos zu suchen, sondern er hat mit dem Chaos umgehen können. Also das ist ein maximale Risiko und maximale Mut. Ein zweites Bild von diesem Tag, abschließendes Bild für diesen Vortrag, ist nur einen drauf sozusagen. Er nimmt diesen Zustand, seine Gegenwartsverankerung von Aspekten aus dem Gedächtnis rein und geht hier in eine Bildwelt ein, die noch
reicher ist, noch mehr verschiedene Welten ineinander malt. Hier mit den Trips, mit diese von außen hin, dieses Spiel und Spaß, mit der, einfach da reintreten, rein splashen. Und dann baut er auf das, sammelt er sein Gebiet, er markiert das Gebiet und in dieses Gebiet entwickelt er eine Farbigkeit, die sich zentriert und am Ende diese, in diese, nimmt er eine Kohle und zeichnet direkt in die nasse Farbe rein und skizziert der erste Anzeichen. Also kriegt da Identifikationspunkt, das Porträt wieder. Das ist also wieder ein, er steht hier für, vor einer neuen Öffnung, wo sein Verankerung vom Malprozess auch die Verankerung und die Vergegenwärtigung von die verschiedenen Aspekte aus seinem Gedächtnis bedeuten. Er hat also hier ein Fangbecken, ein Daseinsbecken von seiner Vergangenheit gefunden. So. Aufsummierend, das Problem mit Trauma, Sampling von oder Berichte aus dem Gedächtnis können effektvoll der Trauma bezeugen, wirken aber verhärtend oder kontraproduktiv auf die Verarbeitung. Das war also das erste Bild, was da der Problem war. Die Blockaden der Traumatisierung sind Vernetzungen von unvereinbare zeitgebundene Werte. Das sind also die Zeitgebundenheit ist sehr wichtig zu markieren, dass sie vernetzen sich quasi negativ oder schädlich und der Trick ist, oder der Versuch ist, Ziel der malerischen Verarbeitung als herausragende Zeitsprache kann man nur zunächst notieren, thematisiert die Malerei unsere Fähigkeit, verschiedene Situationen und Zeiten miteinander sinnvoll zu verbinden. Ziel ist die Ermächtigung, zeitgebundene Werte miteinander wachsen zu lassen. Das ist also diese verschiedene zeitgebundene Werte, hier auch zum Beispiel dieses Sample aus verschiedenen Regionen der Gedächtnis, zum Beispiel das Sample von der Taube, aber auch die Art, wie sowas eingezeichnet wird, ein idealisiertes Zustand. Er hat es ja auch nicht von oben gesehen, das ist also ein gesampeltes Zustand. Diese verschiedenen Werte ineinander zu nehmen, ohne sie im Sample zu schichten, sondern dass sie in eine gegenwärtige Verankerung umgesetzt werden. Also Strategie mit intimpädagogischer Präzision wird genau jene Verhalten gefördert, die jene Fiktionen aufrollt, die in ein Verhalten entwickelt, die im gegebenen Prozessphase dringendste Aspekte der Rekonstruktion entfaltet. Nach dem Malprozess, also wo die Fiktion verlassen wird, wo das Malerei fertig ist, verselbstständigt sich die Konstitutionserfahrung. Also die Erfahrungen aus der Malerei, wo er diese Konstitution, diese Bühne der Vereinigung von aus der Gedächtnis verschiedene zeitgebundene Werte, diese Konstitutionserfahrung als ein heilender Fremdkörper im Trauma beherrschten Identität. Das heißt, er geht davon mit einem Fremdkörper in sich, die heilend wirkt, die ein Beispiel der Gesundheit darstellt. Damit die Bilder zu Ende. Jetzt und der Vortrag ein paar Punkte, die künstlerische Arbeit mit Laien, das ist also mit überhaupt außerhalb der Kunstszene, wird das immer so sein, das sind Laien und da muss man, und damit bin ich damit beschäftigt, sich die Kriterien zu überlegen, was, wie kann man da arbeiten, was ist der Wert von künstlerischen Prozessen, wie kann man die auch in die Öffentlichkeit zeigen und so weiter und so fort. Die Kriterien also zunächst, wie kann man überhaupt ein Kriterium von wenn allein mit Kunst arbeiten, dann heißt es ja nicht, man muss die so bewerten, als wenn jemand ein Kunststudium absolviert. Genau, gerade nicht. Weil hier geht es darum, etwas im Leben zu thematisieren. Es geht also darum, dass Malerei nur ein Instrument für unsere Lebensfähigkeit ist. Und das braucht eine besondere Konstitution der Malerei, eine besondere Rückbesinnung und die Kriterien aber bleiben in der Malerei. Die Kriterien werden entwickelt aus der Malerei und dazu braucht man eine epokale und überspezifische Einsichten. Man muss also wissen, das Prinzip von Wachstum, was ist das Prinzip von Wandel, was ist das Prinzip, wenn Zeit sich in Malerei einmischt, dann gibt es wie in der Natur einen natürlichen Austausch zwischen
Evolution, Revolution und so weiter und so fort. Also Malerei ist immer zugleich Problem und Lösung. Was wollen wir unterstützen und was wollen wir bekämpfen? Diese groteske Frage ist ganz natürlich in der Kunst. Man merkt das, da ist es autonom, in dieser autonomen Welt der Kunst, Prozess, ist das eine natürliche Frage, man muss sich da anstrengen und man muss etwas freisetzen. In der Gesellschaft aber ist die Frage auch da, immer da und nicht weniger da im pädagogischen als im pädagogischen oder im therapeutischen als im pädagogischen. Zuletzt, das psychosoziale Mainstreaming, das Begriff, was ich hier vorschlage, geht darum, es ist ja abgeleitet von dem Begriff Gender Mainstreaming und jetzt denke ich, können wir auch von psychosozialem Mainstreaming sowas vorschlagen. Dazu würde allerdings terminologische Dekodierung zum Gunsten der Handlungsraum bedürftig sein. Verschiedene Fachgruppen müssen um runden Tischstil zusammensprechen können und rhetorisch hier auf den Spitz getrieben therapeutische Pädagogik und pädagogische Therapie kennenlernen. Dazu wäre die Kunst auch ein, würde Indizien, würde ein Leitfaden, eine Leitstruktur darstellen können. Was heißt das? Wie kann man sich gleicherseits in Machtebene oder in Verhaltensebene oder und im internen System und in internen Welt in Inspiration. Wie kann man sich gleichzeitig prozessuell und strukturell konstituieren? Wachstum, Lösung ist klar, Lösungsorientierung und zuletzt nur bei konkreten Aktionsstrategien kann interdisziplinäres Wissen sinnvoll festgehalten werden. Also wir müssen da kein neuer Parnass, kein neuer Elfenbeinturm der Wissen erwarten, worüber, wo psychosoziale Mainstreaming definiert wird, wo ein interdisziplinärer, sozialraumorientierter Vorgehen terminologisch fixiert wird, sondern das wird sich am Aktionsstrategien konzentrieren. Es wird sich über konkrete Themenbereiche, konkrete Einsatzbereiche, wird es sich sammeln, fokussieren und dort wird man spezifische und verschiedene Erfahrungen ernten können.